Jo, hallo Leute, da sind wir wieder. Ich habe mich hier schon ein bisschen zur Seite gerobbt. Wir sind ja im Grunde genommen. Oh, ist das der Philipp da hinten oder der Tim an der Feuerstation, Feuerwehr? Ich heb die Hand hoch. Ja, dann bist du das, Tim, okay. Also ich bin ach, da bist du. In 2 Wochen. Okay. Ja, wir haben ja hier beim letzten Mal ausgelockt. Und jetzt machen wir weiter. Und hier ist ein bisschen was los auf dem Server, deswegen sind wir gerade etwas vorsichtig. Und da sind natürlich auch wieder, haben sich jetzt 3 eingeloggt, die zusammengehören. 3 Holländer. Schätze ich mal, dass das Holländer sind. Verdammt Holländer. So, Polizei einmal durchsuchen. Ja, ne? Ja, klar. So. Geh direkt die Erde. Ich bin in der Polizei. So, hier liegt eine Knarre. So eine Winchester irgendwie so Wand. Hier liegt eine SKS. Eine Shotgun liegt hier. SKS? Ja. Hm. So, hier ist, wenn eine die Knarre beschädigt hat. Hier liegt ein Weapon Cleaning. Oh, was ist das denn für Schuss? Das bin ich. Ach so, das. Ach, da habe ich ja Tausende von, sehe ich gerade. Das bin ich. Aber vielleicht ist das ja ein anderer, dem du das gerade sagst. Shotgun Muni. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Hier liegt noch Shotgun Muni. Bin mal oben auf dem Dach. Bisschen Schiss hier. Auch hoch. Ist auf dem Dach was? Nee. Da hinten läuft. Ey, da ist ein Typ. Einer, genau. Komm mal. Wartet, ich fummel hier gerade noch im Inventar rum. Da ist schon wieder weggesprungen. Der war da, ist er ins Haus gerannt oder so, ne? Da ist noch einer. Der hat eine Knarre. Ja. Sollen wir? Der hat uns schon gesehen? Nee. Doch, der hat uns gesehen, bestimmt. Nee, hat er nicht. Der kommt hier rein. Achtung, der kommt hier rein. In die Polizei? Ja. Zumindest ist er hier hingerannt. Seid ihr noch in der Polizei? Oder auf dem Dach sind wir. Da kommt einer. Sprecht mit dem. Wie geht das nochmal? Tab, glaube ich, ne? Nee. Doch. Nee. Nicht Tab, unter Tab. Feststelltaste. Warte mal, der ist hier, glaube ich, an der Garage hier unten, oder? Ich habe hier Schritte gehört. Nicht, dass der jetzt hier den Berg hochkrabbelt und uns gleich hier. Wo ist denn der hin? Ist der noch unten, Philipp? Nee. Philipp? Ich ziehe gerade nur aufs Treppenhaus und. Unter Adrenalin. Ich höre nur, wie sich einer bewegt und. Wie. Sprech doch. Ihr könnt genauso gut sprechen. Die Frage ist, ob wir den erschießen oder nicht, wenn er jetzt hochkommt.
Da unten ist er. Wo? Wo ist direkt da? Direkt von hier. In meine Blickrichtung, in dem Haus. In dem Grünen? Ah, ja. Da. Da ist ein anderer. Ich bin jetzt auch oben am Dach. Sollen wir? Ich hab den voll im Visier. Ja, komm. Scheiße. Ja, der ist in das Dach, da in das Haus. Frage ist, der ist immer noch drin, ne? Ja. Philipp, bist du das hier oben, ja, ne? Ja. Okay. Bleibt das Treppenhaus im Auge. Oh, jetzt aber diesmal mehr los als beim letzten Mal. Ja, ich wollte nicht auf so einen faulen Server. Ah, muss. Da müssen der eine Typ hin. Da ist er. Der kommt rein. Hier bei uns? Ja. Schießen oder nicht? Der hat einen Cowboy-Hut. Der hat Muni eingesammelt. Scheiße. Was machst du, Bernd? Wie, was mach ich? Du stehst ja die ganze Zeit und wechselst deine Dings immer noch bei mir. Achso, das ist nur ein Animationsfehler. Da ist er. Da ist er. Er kommt. Hallo. 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 You can't stand you up. You can't stand up. We won't shoot you. Hallo, ich bin mit. Hallo. Stopp. Hi. Ich glaube, der spricht Deutsch. Another guy. Was? Ach, da sind zwei. Ich sag, another guy. Ja. Mann, wir sind einfach viel zu gut, oder? Ja, was wollen wir die jetzt abknallen? Die sind halt auch noch frisch, ne? Ja. Die besprechen sich gerade da unten im Raum. Die uns ja, sollen wir weiter? Ja, würde ich sagen, ne? Ich habe schon wieder das. Ach nee, das ist vielleicht Ziel, ne? Ich habe wieder das Laufproblem. Ah, jetzt ist weg. Doppelshift. Ja, gut, komm. Malek ist immer noch im Pain. Ja, können wir direkt machen. Ja, aber ein bisschen aus der Schussbahn von denen. Ja. Das ist ein deutscher Server eigentlich, ne? Also wir können schon erst Deutsch sprechen. Ich glaube, das war noch Deutsche. Hörte sich zumindest so an. Oh. Jetzt, wer kommt da? Wer rutscht da auf mich zu und wechselt die ganze Zeit die Waffe? Tim, ne? Bei mir wechselt der nicht die Waffe. Sagt der die Waffe wechselt. Ich wollte gerade sagen, du wechselst die Waffe bei mir, Björn. Drück mal auf 1 oder so, vielleicht hört das auf. Hier ist irgendwo ein Zombie. Kannst du mir eben die Painkiller mal geben? Lass mich eben noch denken. Warum macht er das nicht? So. War ja direkt Action zum Spielbeginn schon quasi. Ja, ja, hätten wir mal Action rausgemacht. Ja, danke. Wir sind einfach zu feige. Sind die schon da oder tauchen die noch auf? Ja, nur eine Zombie-Dame.
Ah, da sind sie. Hab sie. Die haben eine neue Stadt reingepatcht, ne? Oh. Ja. Wo ist die denn? Weiß ich nicht. Ja, wir wollten ja sowieso die Küste eigentlich hier weiter runter. I've used a painkiller. Schon sind die Schmerzen im Bein weg. Weiß ich nicht. Oh, hier ist Hundekampf draußen. Hast du gewettet heute? Mhm. Okay. Hund gegen Hahn. Hund gegen Hahn. Und der V macht Schiedsrichter. Ja. Ja, wo sollen wir hin? Ja, der Straße hier, beziehungsweise dem Grünstreifen folgen. Ich möchte mal wieder nach zur Baustelle. Kambibovo sind wir, kennt man. Ja. Ist aber ein ganz schönes Stückchen dann noch. Ne? Das ist ja nicht schlimm. Zur Baustelle? Ja, also Richtung Norden. Hier ist ja erst die Insel. Das heißt, wir sind noch unten. Wenn ich mich jetzt nicht gerade vertue. Gehen hier lieber ein bisschen am Rand, oder? Jo. Ja, aber zu dritt bist du da. Oh, mein Leg ist painful. Hast du schon genommen? Ja. Zwei Stück waren das nur, ne? Ja. Ich bin beide reingezogen. Vielleicht muss man. Ja, gebrochen kann es ja nicht sein, dann könnte ich ja nicht laufen. Ja. Trinkt einer was? Ja. Habt ihr eine Knarre im Anschlag? Ja. Ja. Ey, wie oft kann er bei mir die gleiche Dose aufmachen? Zauberdose. Ich glaube, man kann jetzt Lagerfeuer machen, ne? Ich glaube, das ging vorher schon. Ey, da hinten liegt ein Schiffswrack auf der Insel. Oh Gott, da bin ich beim meiner allerersten Runde, die ich gezockt habe, bin ich da runtergefallen, weil ein Geländerbuggy war. Nee, das ist das nicht. Ein anderes. Ey, wenn ich zoom und dir gerannt bin, mein Bild, wow, links, rechts, oder ist das, weil ich so Schmerzen habe? Ich glaube, weil du Schmerzen hast. Wo seid ihr? Das ist echt ein anderes. Bin ich die Maus gerade gar nicht? Wir sind hier oben an dem Berg, wenn du weiterläufst, hinter den Felsen. Hinter dem Felsen. Ja, genau. Ja. Wartet, lass mich mal eben einen Schluck mehr trinken. Der schwankt immer noch total hier. Was mit deiner Gesundheit? Hydrated, healthy? Healthy. Aber mein Leg ist in pain. Du hast auch ein Zoom-Objektiv drauf, oder Philipp? Ja. Zoom mal da hinten zu dem Schiff. Und das links neben der Insel. Ist. Ja. Bei mir ist da. Wenn ich da hinten ziehe, dann ist im Grunde macht er einen großen Kreis immer so schwankmäßig 8 oder so eine 8 oder so ringsherum fast um das Schiff. So ja. Wackelt der bei mir. Ja. Bei dir auch? Ja. Ja, das ist ja auch voll weit weg. Ja, aber mit der rechten Maustaste ist er immer noch ganz schön am Schwanken, wenn du die Luft anhältst. Ja gut, ich sag mal so auf 4 Meter. Sollen wir da mal hin? Aber weiß ich nicht, ob wir da rüber schwimmen? Nee, da verlieren wir die Hälfte an Klamotten, wenn wir da rüber schwimmen. Ich war da auch schon mal, ich glaube, da ist gar nichts. Da warst du schon? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt nicht nach dem neuen Patch, ne? Vielleicht haben die da jetzt irgendwas reingepatcht, aber ich da schon mal war da eigentlich sowas nicht so aus, als ob da irgendwie Loot rumliegen würde. Einfach nur ein Wrack, so als Deko war es. Aber vielleicht ist er ja auch mittlerweile irgendwas zu holen. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, mit Klamotten da rüber zu schwimmen. Nee, das stimmt. Es gibt ja mal Zelte oder so, ne, wo du Klamotten lagern kannst.
Ja, wie gesagt, da frage ich mich immer noch, wie das ist mit dem Serverwechsel dann, ne? Ja, ich frage mich auch nicht, warum, jetzt wo ich hier die Videos zu The Crew gesehen habe, wie geil man so ein Open World darstellen kann und wie riesig das da ist, warum nicht einfach mal einer hier, das ist ja eigentlich nur auch wieder, es ist zwar eine Standalone, aber basiert ja auf einer Mod eigentlich und dann merkst du dem Ding halt noch ganz schön krass an, warum nicht mal einfach ein Entwickler kommt, der einfach so ein Massive Multiplayer-Dings macht mit einer riesigen Welt, wo jeder Housing macht, wo Open PvP ist, einfach so ein Shooter-mäßig. Warum das nicht mal entwickelt wird? Da hast du mit Sicherheit Leute, die das gerne zocken würden. Hm. Meinst du mit nicht? Schwerpunkt Shooter. Ja, nur Survival-mäßig auch, so irgendwo in der Wildnis oder meinetwegen auch Zombie-Apokalypse oder was weiß ich. Klar. Was bis jetzt rausgekommen ist, das ist ja hier eigentlich nur DayZ. Und jetzt hier, wenn er Rust, das hat zu viel gewollt irgendwie mit dem Bauen. Das ist irgendwie, hat sich nicht gut angefühlt. War mir nicht schon, da kommt mir so bekannt vor. Den Baum habe ich doch schon gesehen. Ich habe Brotkrumen ausgelegt, müssen wir mal gucken. Die haben noch Tiere reingepatcht, das war jetzt blöd. Landersbrot, oder? Ja, gibt's jetzt hier Tiere? Aber ich glaube, man, ich habe irgendwie, zumindest in den, ich habe die Patch-Notes gar nicht mehr im Kopf. Die letzten wieder. Aber ich habe da auf jeden Fall in dem Foto habe ich ein Lagerfeuer gesehen, wo Leute drum saßen. Ich glaube, das ging vorher schon, wenn man nass wurde oder so, dass du ein Feuer zünden kannst. Dass du dich anzünden kannst. Das geht nicht. Nasses Holz brennt nicht. Ey, weißt du, was hier mal passiert ist? Hier kam die Psycho-Alte aus dem Gebüsch und hat mich mit der Axt erschlagen. Das war hier irgendwo, glaube ich. Ja, das war geil. Ach, das war noch vor unserer ersten Aufnahme, ne? Das war sehr ärgerlich, dass wir da noch nicht aufgenommen haben. Das war richtig witzig. Komm, wir schließen die ab. Bam, 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 bam. Ach, scheiße, nicht getroffen. Hinterher. Wo ist die? Hinter dir. Alter, die haut mich mit der Axt kaputt. Die ist durch ein Gebüsch, ist die volle Kanne auf mich zu. Ja, und hat ihn auch noch umgehauen. Dann habe ich es einfach noch abgeknallt. Und du bist da fast verblutet. Dann bin ich noch ins Krankenhaus gerannt, hab dir Medikamente geholt. Und du bist in so eine Scheune gerobbt. Ein Eis hast du noch geholt. Ja, ein Eis. Eis. Halsschmerzen hat er gehabt. Genau, unser Plan war doch von hier aus Richtung nördliches Airfield eigentlich. Ganz grob. Sind wir natürlich noch ganz schön weit von entfernt. Weil wir sind ja jetzt gerade, machen wir ja gerade erst den Knick unten. Ja, aber zumindest schon mal in die Richtung. Mal gucken, wen wir so treffen. Jaja. Wenn wir jemanden treffen. Ich schieße ja meistens daneben. Dann ist es fällig. Ja, ist jetzt wirklich mal Zeit. Wir waren viel zu nett und viel zu lange zu nett. Außer wenn die nett sind. Ich komme nur manchmal so durcheinander, wenn wir so viele sind. Ich habe immer Schiss, auf einen von euch zu schießen. Lass uns mal über sammeln, genau. Wo ist der Philipp? Da. Hi. Wir sind die, genau, wir drei sind die mit den orangenen Rucksäcken. Hat ja sonst keiner. Malek ist in Pain. Ich hab Schiss, dass mir das leicht noch durchbricht beim Rennen. Ja, dann lass uns mal gucken, ob wir irgendwas zum Schienen finden. Warte, ich falls es mal soweit ist. Vielleicht habe ich ja auch mal irgendwas im Verbandskasten. Duct Tape hast du bestimmt mitgenommen, du alter Sammler. Den habe ich in der Tat, Duct Tape, ja. Ja, sag ich doch. Aber ich habe hier auch noch. Hey, Wasserreinigungstabletten, Verband, eine leere Spritze, falls du dir einen Schutz setzen möchtest. Okay, jetzt dreht er hier achten bei mir. Jetzt weiß ich, was du meinst. Oh, Philipp. Nee, Burns hat so ein Ding angemacht. Ich weiß nicht, mal zum Verband hilft dir weiter? Ich glaube nicht. Nee. Den Verband habe ich selber.
Saline Bag habe ich. Blood Bag Kit. Würze. Aber. Warte mal, was habe ich mal in der Box? Moment. Oh, Essen habe ich dabei. Aber du musst ja eh energized und hydrated sein, um zu heilen. Ja, aber ich bin healthy. Okay. Also es müsste eigentlich, dürfte, ich habe auch keinen Status, dass man beides. Das kommt immer nur unten links im Chat. Ja, ansonsten sammel gleich mal was Stöcker. Könnte natürlich auch ein Bug sein, weiß ich nicht, ne? Sagen, bis jetzt ist ja noch nichts passiert. Ansonsten können wir ja nur schienen das Bein, wie bei einem Bruch, oder können wir die Schmerztabletten geben? Ja, die habe ich ja gefressen, zwei Stück. Die haben nichts gebracht. Ja, wir können ja mal gucken, wenn wir... Achso. Ja, Holz sollten wir mal mitnehmen. Dann rede ich den Rest des Weges rückwärts. Du kannst mein Bein haben. Mal, mir fällt gerade was ein. Naja, doch nicht. Sieht heute schon ein bisschen matschig aus bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Philipp hat noch die Box in der Hand. Eine Futterkrippe. Ich habe gar nichts in der Hand. Nix. Boah, das ist aber nach dem Rennen wackelt das aber schlimmer, oder? Schlimmer, ja. Ja, klar. Ah, nee, das haben die geändert. Im Stehen wackelt das einfach ziemlich krass. Wenn du liegst, ist der fast ruhig. Und in der Hocke auch. Und im Stehen wackelt der sehr stark. Im Zoom. Ja. Das haben sie gepatcht. Wo seid ihr? Ich bin noch ein Tisch. Ja. Ach, eine Futterkrippe. Oh, Search for Berries. Ja, war nix, habe ich ja schon gemacht. Da habe ich gerade hingepinkelt. Oh, da kommen Häuschen. Auf uns zu? Ja. Immer näher. Ich bin auch weiter hinter euch irgendwie, ne? Ich hatte gerade Schwierigkeiten mit dem Auf und Ab. Also mit dem Aufstehen und Hinlegen. Schneller laufen alte, und so. Alte Geschichte. Ja. Wissen du? Ganz weit hinter euch. Wie gesagt, ich kam gerade nicht weiter. Ich bin hier an so einem Strommast. Seid ihr den Berg hoch oder unten lang? Ach, da, wir sind unten an den Schienen direkt. An den Bahngleisen. Oder fast an den Bahngleisen. Ah, da. Da sind die Häuschen. Ist auch so eine Startstadt, glaube ich, ne? Ja. Ah, ich halt mal besser meine Knarre parat. Ja, ja, ich auch. Ja, ich glaube. Was sind wir denn hier? Kolibin, 1 Kilometer. So, ich laufe hier auf der anderen Straßenseite, ne? Nicht, dass hier gleich. Hier ist noch zu. Beschwerden kommen, ja, hier ist auch noch zu. Ist das ein Brunnen? Nee. Brunnen kann ich auch gut gebrauchen. Ja, auch Getränke. Technisch bin ich gut versorgt. Heim. Also. Und der Zuckerhaushalt bei mir auch. Ich habe hier nur Softdrinks. Ich habe letztens. Da ist ein Typ oder ein Zombie? Ich weiß es nicht. Wo ist bin da? Direkt auf den Schienen. Da zoome ich mal mit dem Gewehr drauf. Moment. Wo denn? Ist, glaube ich, ein Zombie. Oder? Da ist nichts auf den Schienen. Ist ein bisschen weit weg, ne?
Das ist der Philipp, auf den ich hier gezoomt habe. Ihr seid schon weiter. Wir sind jetzt direkt an der Straße. Ja, ja. Das ist ein Zombie, glaube ich. Ja. Aber der bewegt sich ganz anders. Der geht total schmausig spazieren. Ich sehe überhaupt nichts. Hier, direkt geradeaus durch. Latschen wir mal auf den zu. Am Strand oder wo? Hm? Hier geradeaus von mir, du. Das ist ein ganz normaler Zombie, ja. Ja, aber guck mal, wie der läuft. Ja, vielleicht ein paar neue Animationen reingebracht, ne? Ich glaube, die haben da komplett alles geändert mit so einem Ragdoll-System auch nochmal. Auch hier, wenn der Philipp jetzt gerade so gelaufen ist und gebückt, also nicht gerannt, das sah cool aus. Verkloppen? Ja. Verkloppt. Was sind das hier für Sounds? Ich habe gerade eine weiße Schokolade gebissen. Aber ich dachte, die wäre mit so Crunch, aber die ist mit Kokos. Ja. Oh, Spieler Rippy hat die Verbindung verloren. Ja. Tim, hörst du uns? Ich glaube, der hat Internetprobleme. Dann machen wir doch jetzt hier passenderweise kurz einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. User in your channel timed out.